niemals diese Horrorkreaturen um 3 Uhr nachts an. Denn sonst passiert ganz, ganz mystischer Bums. Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Und falls ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da. Viel Spaß. Kuss, Kuss. Und wir gehen rein. So, wen haben wir denn hier noch so? Wir haben Sea, Granny, Baldi, Santa, Sonic, Huggy. Ich habe hier schon eine ganze Menge mitgenommen. Und ich glaube, wir sind hier unten auch schon mit allen soweit fertig. Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Ich glaube, Piggy haben wir noch nicht mitgenommen. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir machen Piggy, Choo-Choo Charles und danach rufen wir Thaddäus an. Ich weiß nicht, was uns erwartet, aber bevor wir jetzt zu Piggy gehen, wollen wir natürlich erstmal eine Nachricht schreiben, Leute. Hallöchen, Süße. Mal gucken, was ihr schreibt. Kommt da irgendwas? Ja. Und ich denke, das wird nichts Gutes sein. Du riechst lecker. Okay. Hab neues Parfüm drauf. Hugo Boss. Kann ich dann auch verstehen, dass sie sagt, ich schmeck oder rieche lecker. Guck mal, was sie darauf antwortet. Ich sagte oink, oink. Digga, wird das jetzt hier ein Rollenspiel oder was? Was geht heute? Ich nehme das hier auf den Freitag auf, Leute. Das heißt, ich frag mal hier gerade, was heute am Wochenende geht. Mal sehen. Hast du die Tür abgeschlossen, Denomé? Boah, weißt du meinen Namen? Komisch, Leute, komisch. Kommt da auch mal irgendwie was Vernünftiges von dir, Piggy? Du siehst es, hast du Speck gegessen? Nein, Piggy! Böse Piggy! Okay, wir gucken, was sie schreibt. Vielleicht kommt Bild jetzt. Lass uns Speck machen, aber nicht für mich. Nee. Chicken Nuggets. Nee, gar kein Speck. Chicken Nuggets, bitte. Jetzt. Kommt zu Piggy. Okay, Leute, vielleicht war es eine Einladung. Ich rufe einfach mal an. Wir gucken mal, was Piggy uns so erzählen will. Zeigen will, je nachdem. Ich bin jetzt in irgendeinem Haus. Da oben habe ich was gesehen, ne? Was ist das denn hier oben? Bro. Hallo. Ich sehe dich, sagt hier irgendjemand. Moin, Piggy. Irgendwas zittert in deinem Kopf so. Kannst du mal weggehen? Gar kein Bock auf dich. Einfach ein bisschen weg so, ein bisschen weg. Einfach so, weißt du? Bisschen vielleicht. Ach, komm schon. Reicht jetzt. Ich fotografiere nochmal, Leute. Ich habe so immer das Gefühl, solange wir noch Fotomöglichkeiten haben, tut uns keiner weh. Kannst du mal weggehen? Okay, Leute, wir müssen schnell sein. Ich weiß nicht, ob hier... Piggy, du bist heute aber ganz schön süß. Was ist das für ein Licht da oben? Was steht denn die so nah dran? Bin ich hier einfach irgendwie versteckt oder was? Was wird das hier? Es passiert gerade nichts. Ich habe ein Bild gemacht. Ich habe so das Gefühl, das wird gleich für mich ganz eklig ausgehen. Oh, Leute, guck mal, hier ist Piggy durchgestrichen, ne? Hallo, Piggy! Heute Chicken Nuggets? Was ist denn das für ein Geräusch? Hast du vergessen, wie man atmet, oder was? Piggy! Lass es! Ich muss los, Thaddäus anrufen. Piggy, bitte. Piggy! Mach nicht diesen. Da hätte ich sie vielleicht fotografieren können. Aber in dem Fall... Ey, ganz ehrlich, wie lange brauchst du noch? Jetzt habe ich aufgelegt. Oh, gut, Leute, wir gehen mal weiter. Ich schreibe mal Choo-Choo Charles an. Choot, choot. Mal gucken, was kommt. Was hast du mit meinen Eiern gemacht? Naja, Frühstück, Bro. Weißt du, muss man ja halt auch morgens was essen. Ist ja die wichtigste Mahlzeit. Spinnweben, kryptisches Ende, kein Licht. Junge, was hast du genommen? Die Leute, hat der irgendwas, irgendwelche komischen Sachen sich reingezogen oder was ist da bei dem los? Was redet der denn da für ein doofes Zeug? Meine Eier, du wirst der Host. Will der die bei mir reinpacken, damit die da schlüpfen oder was? Bist du krank, Alter? Was redest du da? Ey, der kriegt gleich einen Timeout, Alter. Ich sag dir, wie es ist. Komm zu mir. Nur, wenn du Meckes fährst. Ihr wisst's, Leute. Ich komme immer nur in Züge rein, wenn Meckes dabei ist. Wir gucken mal, was er schreibt. Okay, Leute, wir haben ein Bild gekriegt anscheinend. Was ist das hier? Ich check selber nicht, aber irgendwie sind das möglicherweise Eier oder so. Hier irgendwie so im Underground. Ich rufe mal Choo-Choo Charles an. Wir gucken mal, was passiert. Wer weiß.
FaceTime regelt. Chuchi, geh mal ran da. Leute, Chuchi, der Spitzname für meinen Ehrenbré. Was haben wir hier? Irgendwelche Bilder liegen da drauf, ne? Aha. Es läuft, Bro. Tschüss. Sieht irgendwie ziemlich eklig aus. Aber sehr, sehr nice gemacht, das muss man sagen. Und irgendwie dingelt das hier so ein bisschen. Kannst du mal Platz machen? Hier ist irgendwie, sind jetzt hier weitere Bilder aufgetaucht oder so? Ist der gerade auf dem Haus? Tatsächlich. Bro, komm mal da runter jetzt. Deine Eier sind da oben jetzt nicht. Was macht denn der da? Ich würde gern ein cooles Foto von dir schießen. Wenn das okay ist, bring dich mal ein bisschen so in. Ist der gerade sauer? Oh, die Bilder sehen echt gut aus, wirklich. Also du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich mache wirklich gute Bilder. Das denn? Dieses Geräusch, ne? Wenn der sich gleich umdreht, muss ich los. Sie sehen hier einen dummen Zug. Warum werde ich immer zu diesem Tisch gebracht? Ich verstehe es nicht. Warum immer zu diesem Tisch? Kann ich da irgendwas lesen? Nee, hä? Jetzt ist alles ruhig, es ist alles dunkel. Wir sehen nichts. Es hat sich hier gefühlt aber auch nichts verändert. Ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass er jetzt kommt! Junge! Direkt aufgelegt, ey, was ist das denn? Ich schreibe erstmal Thaddäus jetzt. Bist du bereit? Wir machen den SpongeBob, Leute. Könnte sein, dass er sich aber auch straight aufregt. Was schreibt er? Guck dir mal seine Augen oben an. Du hast recht. Ich bestelle mal einen Krabbenburger, Leute. Ich hätte gerne einen Krabbenburger Spezial mit extra Sardellen und Käse. Hoffentlich einfach raus jetzt, weil ich habe Hunger. Bro, du kannst nicht mit der Dunkelheit in mir umgehen. Kriege ich jetzt meinen Krabbenburger? Gucken wir einfach mal. Manchmal muss man ja auch ein bisschen, ne? Okay, der redet hier wirres Zeug über die Dunkelheit und ganz schlimmen Dingen. Sonst gib mir Krabbenpommes. Ist auch okay, nehme ich. Ohne Soße. Ganz simpel. Krabbenpommes einfach. Bro, was ist das für ein Bild? Digga, was ist das für ein Bild? Ich rufe den an, ich gebe meine Bestellung so auf. Komm, rufe Thaddäus an. Ich habe das Gefühl, dass das der Schlimmste ist, den wir anrufen können. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Wir diven mal rein. Wo sind wir? Wir sind in irgendeiner Butze. Ja, wer ist er denn, Alter? Thaddäus! Ich hätte gerne einen Krabbenburger. Spezial mit Sardellen und extra Käse. Okay, der macht jetzt erstmal soweit nichts. Der sitzt da hinten. Guckt er mich an? Tschüss. Er zeigt auf mich. Ich glaube, er sucht gerade nach mir. Junge, was war das denn gerade da oben an der Wand, an der Decke da oben? Ganz komisches Ding. Oh nee, ne? Die, also, weiß ich nicht, aber ganz komisch hier jetzt. Was macht er da unten? Alles sehr sass hier. Thaddäus, Mann, bist eingeschlafen? Cheesy Boy. Der hat hier sein Essen gerade aufgesnackt, Leute. Ich check's nicht so ganz, aber... Thaddäus, du hast einen Krabbenburger! Okay, mir reicht's. Für heute ist Feierabend. So, Freunde, ich bin drin. Und es gibt viele Möglichkeiten, was wir jetzt tun können. Wir können den Imogus McFood klauen, der mir so nichts sagt. Ben, Mami Long Legs, Shrek, schlanker Mann, also wahrscheinlich der Slenderman. Und Blue von Rainbow Friends schreiben oder anrufen. Ich schlage vor, ganz entspannt, werden wir uns erstmal den Slenderman vornehmen. Und ich schreibe ihm, wir haben jetzt aktuell 3.05 Uhr in der Nacht. Moin Slenderman, kannst du meinen Kanal abonnieren? Weil die meisten machen das nämlich nicht. Leute, lass doch mal ein Abo da. Was sagt er? Er schreibt, Leute. Hä? Was ist das denn für ein Bild? Hä? Was ist denn das? Sieht so aus wie eine, weiß ich nicht, wie so ein bisschen Holz oder so. Ein bisschen Stein hier, so ein Riss oder so. Okay, was soll das bedeuten? Mal gucken, was er schreibt. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Bild? Okay, wir haben hier so anscheinend so ein Diner oder so. Ist da irgendwas?
Ich sehe soweit nichts. Was ist das denn hier? Super komisch, Leute. Okay. Kannst du nur Bilder schicken? Du Dulli? Mal gucken, was er schreibt. Denome. Ich bin so kalt. Hilf mir. No. Was soll das denn jetzt bedeuten? Hä? Junge, was geht denn jetzt ab? Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen, hä? Was für lass uns gehen? Wer ist da? Ich check das nicht, Leute, aber lass uns wandern gehen? Ich will nicht wandern. Ich hab eine Entzündung im Ohr, ich will jetzt nicht wandern gehen. Können wir auch Maggis fahren? Ich muss das natürlich mal fragen, Leute, ob wir McDonald's gehen können. Dann schickt er mir das wieder. Wieder dieses Ding hier. Okay. Du bist also nicht gefährlich. Dann rufe ich dich jetzt an. Okay. Mal sehen, was er schreibt. Wow, Alter, war das crazy. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, den anzurufen, muss aber tatsächlich dafür mein Headset kurz aufsetzen. Das geht auch immer ganz kurz, aber danach müssen wir es erstmal wieder abnehmen. Ich rufe ihn einfach mal jetzt an. Hallo? Slenderman? Keine Antwort. Okay, das können wir auf jeden Fall erstmal wieder so knicken. Nun gut, dann würde ich als nächstes vielleicht mal... Mama anrufen? Können wir mal machen. Ich rufe Mama an und bin jetzt drin. Ich mag Poppy Playtime. Mal sehen, was sie schreibt. Ich krieg eine Puppe, Leute. Alter, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Seht ihr das? Diese Augen in der Puppe, Mann. Das ist doch nicht normal, oder wie? Leute, ganz im Ernst, nicht cool. Was ist das für eine Puppe? Nehmen, was sie schreibt. Es kommt aktuell nichts. Antworte mir. Oh, sie antwortet wieder. Regel Nummer 5. Schließ niemals deine Tür ab. Okay, meine Tür ist offen. Gott sei Dank. Meine Tür ist offen. Sind meine Babys nicht süß? Ist das hier dein Baby oder was? Wo ist Huggy Wuggy? Hallo? Ey! Ich weiß, wo du lebst. Was für ein Ding? Okay, Leute, jetzt wird's auf jeden Fall gruselig. Ja, wo denn? Ich wette nicht, dass ich's weiß, oder? Stell mal vor. Was ist das denn? Hä? Die hat mir wieder ein Bild geschickt, Mann. Und zwar so ein richtig komisches Bild. Boah, Leute, das fühle ich absolut gar nicht. Okay? Das Bild ist komisch, Mann. Freunde, ich habe hier ein ganz ungutes Gefühl gerade. Yes, Denome, Baby. Was? Woher weiß sie meinen Namen? Ich heiße in dem Spiel hier Denomene, Leute. Woher weiß sie meinen Namen? Woher weißt du meinen Namen? Oh, nee, ne? Bitte nicht. Zu deinem Zimmer? Ich bin rausgegangen. Digga, das war mir gerade ein bisschen zu gruselig. Lassen wir das. Ich rufe die irgendwann nochmal an. Ist mir verdammt nochmal egal. Ich rufe jetzt erstmal Blue an. Blue, geh mal ran, FaceTime. Hallo? Blue? Was? Seht ihr das da hinten? Was ist das? Leute? Hä? Ich hab nur noch 2 Knöpfe oder so. Blue kommt. Das ist nicht gut. Oh! Nein, ich hab keine Kamera mehr! Nein, Leute, was passiert hier? Ah! Alter Schwede! Was war das gerade? Keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach direkt mal Blue an und guck mal einfach, was passiert. Blue, warum hast du mich erschreckt? Nein? Wie nein? Hä?
Was für nein? Doch, du hast mich erschreckt. Was soll das? Ich rieche deine Angst. Ich hab gar keine Angst. Bitte, keine Schwäche zeigen. Junge, was ist das denn? Ist das Talking Ben? Stell dir mal vor, das ist eine Außenaufnahme irgendwie, also so echt, ne? So hat jemand mal seine Puppe aufgenommen. Vor allem das Auge hier. Da noch normal, also was heißt normal? Auch nicht normal, aber das hier richtig schlimm. Wir müssen es cool schreiben, Leute. Soll das mein Teddy sein? Cool bleiben, Leute. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Du hast Angst. Er schreibt nämlich nicht. Oh, was ist das denn? Hä? Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber hier sind irgendwie ganz viele Tiere drin. Hab schon Bock auf Ostern. Da isst man ja Lamm und so, Leute, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Hab schon Bock auf Ostern. Ich kann dich riechen. Jetzt will er mich essen. Och nö. Hab auch 3 Tage nicht geduscht, Bro. Keine Schwäche zeigen. Was ist das? Digga, das sieht ja fast genauso aus wie mein Fenster. Bro, mach mir keine Angst jetzt. Ist nicht mein Fenster. Leute, chillig bleiben. Ich muss dann auf. Langweiliger Chat. Leute, absolut nicht. Aber ich glaube, er weiß das nicht, oder? Feuerwehr. Wir reimen das einfach. Digga, was ist das denn? Ich gehe auf. Muss los. Ciao. Hä? Was ist das? Hört ihr das? Wir haben hier eine ganze Liste von Leuten. Und wir haben das letzte Mal auch Blue angerufen. Und ich glaube sogar auch den Slenderman und so. Ein paar Leute sind da nicht rangegangen. Einige haben komisches Zeug geredet. Jetzt allerdings fangen wir erstmal mit dem McFood Clown. Okay. Also, wir sind jetzt anscheinend beim McDonald's Clown. Kann das sein? Okay. Ich schreibe ihm einfach erstmal eine Nachricht. Moin, Diggi. Hätte gerne 20er Nuggets und ein Big Mac, Brudi. Was schreibt er? Du gehörst jetzt mir. Was? Nee, Alter. Gar keinen Bock auf Junior-Tüte. Ich hätte gern mein Essen. Mal sehen, was schnackt er. McFoodie Clown. Ey. Mein Essen. Er antwortet nicht mehr, Leute. Oh, er antwortet doch wieder. Bestellnummer 16515604448. Boah, das ist eine ganz schön lange Bestellnummer, ne? Warum muss ich jetzt so lange warten? Geht das auch ein bisschen schneller? Komm schon. Ich hab richtig Hunger, Leute. Jedes Mal McDonald's warten. Was schnackt da? Ich bekomme ein Bild von einem ganz komischen McDonald's. Was ist das denn? Ganz schön dunkel hier. Ist es 3 Uhr nachts im McDonald's? Anscheinend schon, Leute. Wir sehen 5 nach 3. Ich habe einige geile Pommes. Boah, Digga. Bitte mit Mayo, wenn es geht. Ich hoffe, er macht. Oh, es kommt eine Antwort. Alter, was ist das denn für ein Schimmelburger? Junge! Alter! Pack den Scheiß da wieder ein, Digga! Ey, ist das widerlich, Leute! Der verarscht mich doch! Das ist doch ein Schimmelburger, oder was? Das ist eine Sprachnachricht. Was? Hört ihr da? Bruder! Das ist ja dieses ganz andere Ding! Junge! Jetzt gib Essen und dann gehe ich los! Leute, ganz schwieriges Thema jetzt hier. McFood Clown, mir reicht's langsam. Du Digga, das Alter, boah! Leute, es reicht! Ich ruf da jetzt an! Geh ran! Food Clown! Geh ran! Kein FaceTime. Er geht nicht ran. Er ist dran. Was ist das denn? McDonald's Clown! Keine Ahnung, was das gerade gewesen ist. Anscheinend war Ronald McDonald richtig sauer. Ist okay. Wie wär's, wenn ich erstmal Blue schreibe, was hier eigentlich los ist, Diggi? Ronald McDonald
gönnt keine Bestellung. Was kann ich machen? Mal sehen, was Blue antwortet. Was ist das denn? Blue, was schickst du mir da für einen Scheiß? Junge, ich hab Hunger. Leute, also das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt so einen Müll hier schreibt, oder was? Okay. Also mit Blue reden bringt nichts. Wie wär's, wenn ich mal Talking Ben anrufe? Benny? Benny Boy? Okay, Benny hat aufgelegt. Er scheint so, als er da hinter seinem Sitz war, dass er ein bisschen schüchtern gewesen ist. Kein Problem, Benny. Ich schreib dir einfach mal. Moin. Alles cool bei dir? Geiles Profilbild, Bro. Ja, sein Profilbild ist gar nicht cool. Nein. Was? Es ist nicht alles gut? Was los, Mann? Stress mit der Freundin? Ah, Digga, du weißt ja, wie das bei Bros ist, ne? Immer Stress mit der Freundin. Na. Okay. Hör mal zu. Du bist ein guter. Ich mag dich. Digga, rede mit mir! Ey! Ich rufe an, okay? Ich rufe an. FaceTime, Digi. Ja, ich muss aber FaceTime anrufen. Okay, was ist das denn hier für ein Käse? Oh, Junge, da stinkt hier alles drin. Nee, Ben, du kannst es nicht mal verziehen, Junge. Ich habe dich gerade fotografiert. Weiß ich mein? Okay, er ist weg, Leute. Anscheinend. Jetzt ist er wieder da. Ich habe direkt ein Foto gemacht. Wieder mal. Ist er da hinten im Bild? Dann ist das Bild genau angucken. Ich mache einfach Fotos. Wow! Uff, Leute. Okay. Also Ben war, glaube ich, nicht so begeistert, dass sie gerade da waren. Was ist denn, wenn ich mal Mama anrufe? Ich rufe einfach nochmal Mami Longlegs an. FaceTime einfach anrufen, mal gucken, was passiert. Wenn ihr andere Games... Hallo? Mama? Gar kein Bock. Was ist das denn? Mama? Wow! Okay, das war auf jeden Fall gerade, ey, nee, du, also ganz ehrlich, ne? Oh, das ist nicht cool. Wie wär's denn, wenn ich nochmal Blue anrufe? Einfach um der alten Zeiten willen, klingeln wir da nochmal rum. Obwohl, Leute, wen wir noch nicht angerufen haben, ist der Slenderman. Ich weiß halt nicht, ob er rangeht. Beim letzten Mal, wir haben noch eine Folge gemacht, da haben wir den Slenderman nicht ranbekommen. Da ist er. Der Slenderman ist hier. Genau gucken, Leute. Moin, Slenderman. Was läuft, Bro? Ich fotografiere einfach. Okay, wir haben den Slenderman irgendwie gut fotografiert, aber jetzt werden wir RIP sein, oder? Jetzt sind wir safe RIP. Wir sind safe RIP! Slenderman! Nein! Ich bin so dead. Wow! Ich ruf, glaube ich, nochmal Schreck an, oder? Ich schreibe ihm erstmal, Leute, weil ich noch nicht so weiß, wie er drauf ist, aber es geht los. Moin, Schreck! Ich schreibe ihn mit Absicht falsch, Leute. Er heißt eigentlich Shrek, aber ich nenne ihn Shrek. Mal sehen. Oh Gott, was ist das denn? Der schickt mir da irgendwie, Alter, so ein Bild von einem, irgendwie so einer Knastzelle oder was? Ist das dein Zuhause? Oh, ich habe, glaube ich, falsch geschrieben. Das habe ich jetzt unabsichtlich falsch geschrieben. Also, ja, ist auch egal. Sorry für meine komischen Schreibfehler, Bro. Kommt nochmal ein Bild. Ja, was ist das denn? Was ist denn das für ein Bild? Ey, Schreck!
antworte mal. Oh, Leute, guckt euch eigentlich mal sein Gesicht an, ne? Ist der Typ eigentlich ein Psycho? Wo ist mein Esel? Er fragt mich echt, wo ist mein Esel? Woher soll ich das wissen? Hä? Er schickt mir wieder das Bild. Hör auf, mir die gleichen Bilder zu schicken, du Esel. Wir gucken mal. Gott, jetzt kriege ich ein Bild sogar von der Innenseite. Egal, ich rufe Schreck einfach mal an, Leute. FaceTime, let's go, Schrecki Boy. Was geht ab? Geh mal ran da. Okay, ich bin anscheinend im Elfenwald oder so. Da ist Schreck. Wow! Wow! Ich rufe ihn wieder an. Das war mir zu blöd hier. Okay, Leute, ganz schneller Call jetzt mit Schreck. Geh ran. Keine Antwort. Der geht nicht mehr ans Telefon. Ich weiß auch nicht, was das für eine Aktion war, ganz ehrlich. Also, Freunde, da wären wir und wir sehen schon, Chuchu Charles und Squidward sind sogar neu, also Thaddeus. Das könnten wir natürlich nochmal in einem ganz anderen Video gerne machen. Ich will jetzt aber erstmal gucken, was passiert eigentlich, wenn wir... wen rufen wir denn mal an? Wir schreiben mal den Akinator an. Moin, Diggo. Wollt heute eigentlich noch eine Runde zocken? Ja, wollte ich halt echt, ne? Guck mal, was der Akinator so schreibt. Und vor allem, also kommt ja gar nichts. Bist du blöd? Hallo? Oh, er schreibt, Leute. Es ist Denomi. Wie viele Abonnenten habe ich? Was ist das für ein Bild, Akinator? Was schickst du mir da? Bro, ich ruf dich mal an. Wir gucken mal ganz kurz, was du... Oh, warte, wir warten noch mal. Vielleicht, irgendwas Wichtiges, auf was er schreibt? Ist es größer als ein Wal? Ja, redet der von meiner Ex-Freundin oder was geht da? Nee, ich rufe ihn an. Guck mal, Akinator, geh ran, FaceTime jetzt. Also wenn der da nicht rangeht, bin ich auch schon stinkig. Da ist er auch schon. Was ist das denn hier für ein Bumskeller da? Ha? Moin, Aki. Gut siehst du aus, Bro. Was ist das für ein Fernseher da drüben? Läuft der Ameisenkriech oder was? Also bewegst du dich auch noch so, Bro? Kam der da jetzt gerade aus der Wand? Seht ihr das da? Was ist das im Fernseher? Ich hab noch einen... Irgendwas stimmt hier nicht. Der Akinator ist komisch unterwegs. Ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Fernseher drauf bekommen. Er ist jetzt hier irgendwie der Bildschirmschoner so mäßig. Was ist denn das? Ja, Aki, alles cool bei dir? Ich hatte eigentlich ein paar Fragen wegen Doors. Kennst du Roblox Doors, Bro? Ah! Nein! Ach so, Leute, ich sollte mich gruseln. Okay, warte kurz. Wow! Oh Gott! Das war ja so gruselig! Ich muss die Aufnahme abbrechen! Ja, okay, Leute, das war gerade irgendwie ein nasser Hund. Also, das sage ich immer zu Sachen, die total dämlich waren. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal, glaube ich, Dora anschreiben. Hallo, Map heißt Karte. So, das sagt Dora ja halt ganz oft. Beziehungsweise hat ja ein Kollegen Map die Karte. Was ist das denn? Ist das Dora? Digga, was kriege ich hier denn eigentlich? Was ist denn das für ein Foto? Warum schickst du sowas? Das gleiche Mädchen, ne? Schickt direkt Bilder, direkt beim ersten Mal. Was soll ich dazu sagen auch, ne? Ja, schickt direkt noch ein Bild. Gar nicht reden, einfach Bilder schicken. Was ist das denn? Leute, guckt euch mal bitte das hier an. Was ist das für ein Bild? Das gucke ich mir hier an. Also, langsam reicht's. Woher hast du die Bilder von meiner Ex-Freundin? Wir fragen sie das mal. Ich würde es gerne wissen, anscheinend schreibt sie mir gleich. Was? Möchtest du nicht mit mir lernen? Du bist hässlich wie die Nacht. Muss man auch mal, da muss man auch mal eine Ansage machen. Sie antwortet nicht mehr. Vielleicht war es zu gemein. Okay, Leute, wir müssen ruhig bleiben. Was kann man als Mann tun, wenn die Frau jetzt ein bisschen traurig beleidigt ist? Es tut mir leid. Häschen. Ah, sie schreibt wieder, wir sind drin, Leute. Wir sind wieder drin, obwohl ich ja eigentlich nicht drin sein will. Wo ist der Monkey? Was? Wo ist der Affe? Ist hier kein... Ach, komm, ich ruf die an. Dora, ich will Englisch lernen. Dora, 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 geh ran. Dora, geh ran. Hallo, hallo, Dora, Dora. Ich lässt klingeln. Klassiker. Hallo, Dora, Map heißt Karte. Map heißt...
Jenny, was ist das denn? Okay. Das gefällt mir alles gar nicht. Das gefällt mir alles gar nicht, Leute. Ich finde das hier nicht okay. Ich finde das hier nicht okay. Digga, was ist das denn? Alter Mann! Junge, übertreib noch mehr, Digga. Der Ton ja ultra laut, alles klar. Was guckst du so, du Hässlon? Dreht die grad ihren Kopf um 360 Grad? Oh Gott! So sieht eine Frau aus, wenn sie richtig sauer ist. Deswegen, Leute, provoziert niemals. Wir rufen Thomas an. Bevor wir Thomas anrufen, müssen wir natürlich erstmal eine Nachricht schreiben. Shoot! Shoot! Guck mal, was kommt. Locker auch genau das gleiche oder so. Was ist das für ein Bild? Moin, Tommy. Vielleicht können wir ihn auch einfach Tommy nennen. Nice pick, Bro. Wir machen ihn erstmal Kompliment. Guck mal sein Bild an. Er sieht schon hässlich aus. Was schreibt er hier? Ja, was schreibt er? Es ist time to... something. Irgendwas ist falsch. Es ist Zeit für... Junge, komm mal klar. Bist du besoffen oder was? Muss ich auch mal fragen, ne? Ich habe nämlich das Gefühl, dass er drunk ist, Leute. Der hat sich doch hier irgendwas reingezogen. Die Dunkelheit ist hier. Ja, okay. Kannst mich heute zum Mac fahren? Leute, also McDonald's hätte ich Bock so, ne? Vielleicht fährt Thomas mich jetzt zum Mac. Es ist Zeit für irgendwas ist falsch. Okay, er hat es schon wieder geschrieben. Fahr mich heute zu McDonald's wegen 20er Nuggets, Bro. Ist auch wichtig, ist Notfall. Muss man komplett groß schreiben. Ganz wichtig, Leute. Was schreibt er? Ich krieg ein Bild. War das jetzt ein Ja? Sieht gar nicht so schlimm aus. Okay, ich rufe Thomas mal an und schaue mit ihm die Zeit ab, so wann ich Zeit habe. Wir können ja mal gucken, was da so auf uns wartet. Geh ran. Okay, wir sind am Bahnhof. Da hinten kommt er angefahren oder was? Thomas! Warum fährst du rückwärts, Bro? Hä? Digga, ich check nichts mehr. Was ist denn jetzt hier mit Thomas? Thomas, der Lokomotive. Warum? Oh Gott. Space Train? Was ist das hier für ein Gesicht? Okay, vielleicht will ich doch nicht mehr mit Thomas zu McDonald's fahren. Das ist aber alles ganz komisch. Ich fotografiere dich, Bro. Ich hab dich hier genau auf dem Schirm, mein Bester. Ich guck genau, was du machst. Thomas, mach kein Mist jetzt. Thomas. Dann fahr mich mal weg jetzt, Bro. Der ist nicht da. Du kriegst auch 20er Nuggets was ab. 4 oder so. Bro, okay, du kriegst 5. 6. Okay. Aber es ist wirklich Gönjamin, aber ich gebe dir 7. Mehr nicht. Der Rest ist meins. Bro, bitte. Fahr mich weg jetzt. Bro, bitte fahr mich jetzt weg. Vielleicht ist Taxi da. Hallo? Können wir kurz über das Gesicht, also... Bro, fahr mich doch jetzt einfach mal dahin. Was machst du da? Fahr ich halt heute kein McDonald's. So, meine Freunde, so. Wir haben Santa hier, der auch schon wieder ganz interessant aussieht. Wir haben hier Sonic, Huggy, SpongeBob, McFood Clown und keine Ahnung wen noch. Sehr, sehr komisch alles. Ich würde sagen, wir rufen erstmal Santa an. Weihnachten ist zwar schon rum, aber wer weiß, vielleicht ist er auch irgendwann weg. Wir gucken einfach mal. Ich schreibe ihm mal. Vielleicht kann ich ein paar Geschenke für euch raushandeln. Moin, Santa. Was läuft, Brudi? Alles fit? Okay, gucken wir mal, was er schreibt. Sei vorsichtig, wenn du deine Geschenke dieses Jahr öffnest. Ja, Digi, ist eh erst in 12 Monaten. Okay, was schreibt er jetzt? Junge, was ist das denn? Was schickst du mir da für Bilder, du Dulli? Ey, was ist das?
Mal sehen. Magst du deine Geschenke nicht, die ich für dich bekommen habe? Bro, ich habe gar nichts gekriegt. Gar nichts. Warum sind die alle so komisch grün? Kann ich dich anrufen? Ich frage ihn einfach mal, Digga. Vielleicht können wir direkt so Face-Check machen oder so. Er antwortet nicht mehr, Leute. Schwierig. Okay, wir probieren es einfach. Ich gehe zurück. Ich rufe Santa an. Santa, Brudi, geh ran. FaceTime. Hallo? Mensch, Santa, wie cool. Was geht denn hier ab? Ey, wer ist er denn da hinten? Ich habe ein Foto gemacht, ja. Okay. Steht da am Fenster. Er ist jetzt weg. Ich sehe ihn auch nicht. Santa? Digga, was machen die ganzen Elfen hier? Ist das gut oder schlecht? Hallo? Okay, vielleicht hätten wir da ein Foto machen sollen, wenn das Ding da irgendwie vorbeifährt. Aber interessant. Was geht, Santa? Alles cool? Krieg ich ein Geschenk von dir oder so? Ich habe ja eben geschrieben, war nicht so gemeint. Ich wollte nicht unhöflich sein, Bro. Was zur Hölle passiert denn hier jetzt? Ich habe das hier alles auf Band. Waren die Geschenke da vorher schon? Bin mir gar nicht so sicher. Aber irgendwie voll angenehm. Hallo? Ich fotografiere dich lieber mal, okay? Santa! Was war denn das gerade für ein mieser Film? Alright, ey. Haben wir doch schon ein bisschen verjagt, ne? Na gut, wie wär's, wenn ich einfach mal Baldi schreibe? Moin. Ferien sind ja wieder vorbei. Kann ich schulfrei bekommen? Ich frag für euch, Leute. Ich gebe mein Bestes. Was antwortet er? Was ist 2 durch 3 durch 2 durch 3 durch 4 plus... Warum kriege ich denn jetzt eine Matheaufgabe? Leute, Hashtag Mathe in die Kommentare, wenn ihr euch auch immer so fühlt, ne? Wenn ihr irgendwas berechnen müsst. Ich sag mal, 1 durch 2 ergibt 4 mal 3,5 plus Pi gleich 500 plus 2. Jetzt bin mal gespannt, was er sagt. Tja, Digi, da bist du baff, wa? Guck mal, habe ich ihn direkt weggecheckt. Auf Easiness. Sei ein guter Student und mach deine Hausaufgaben. Okay, okay. Meine Hausaufgaben sind fertig. Allerdings hat mein Hund die gegessen. Leute, Safety-Ausrede klappt immer. Gucken, was er sagt. Kann ich nächste Woche abgeben? Zeit für Mathe. Hä? Warum denn Zeit für Mathe? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Okay, lassen wir ihn einfach mal Mathe machen. Ja, okay. Sag an. Kommt jetzt eine Matheaufgabe, oder was? Das nennt der Mathe. Hä? Oh Mann, Baldi. Ich glaube, wir warten erstmal. Ich rufe ihn vielleicht später an. Wir gehen jetzt erstmal zu Wednesday, Leute, und ich schreibe der mal. Oder ein Mädchen, ey. Hallo. Mit Smiley, Leute, ne? Hallo mit Smiley. Digga, was ist das denn für ein Bild? Junge, wo bin ich hier? Ganz hübsch siehst du aus. Lol. Was schreibt sie? Geh mal und such dir ein Leben, oder auch nicht. Hä? Was, bist du irgendwie ziemlich Depri? Gucken wir einfach mal. Ja, ihr Auge da oben, ne? Das triggert mich schon so ein bisschen. Okay, sie ist ein bisschen enttäuscht und ach... Leute, die fängt jetzt hier schon wieder an, Diskussionen auszuführen. Kann ich dich treffen oder anrufen? Ich frage straight, Leute. Bin ich absolut in? Frage ich direkt. Ich bin nicht sauer. Ich bin nur leidenschaftlich verärgert. Hä? Warte mal. Woher weiß die, was ich gerade gesagt habe? Ich habe das nicht geschrieben. Ich habe sie auch nicht gefragt. Ich habe nur gesagt, dass sie ziemlich sauer ist und so. Woher wusste die das gerade? Spionierst du mich aus? Fragezeichen. Okay, Leute. Es kam wieder das Bild. Oh, Gott sei Dank. Sie ist auf jeden Fall nicht da. Ich werde sie einfach anrufen. Wir gucken, was passiert. Wednesday, meine Süße. Einmal FaceTime rein. Oh, das ist nicht gut.
Ich bin hier auf dem Friedhof, oder was? Hinten guckt jemand. Ich mach mal ein Foto. Hey, Wednesday, ich bin's. Also, das war gerade richtig creepy, wie die da vorbeigelaufen ist, Leute. Moin, die sieht ganz nice aus. Erstmal so, ne? Ganz nett. Gucken wir mal weiter. Kann ich ein Foto mit dir machen? Selfie oder so? Auf chillig? Wie sieht's aus? Hier passiert jetzt irgendwas. Dann flipp ich. Was ist das? Wer steht denn da hinten? Die steht da an einem Grab, ne? Oh! Durchfall, Junge, Durchfall. Was war denn das gerade? Oh. Alright, okay, wir rufen Baldi an. Ich habe ja gesagt, ich muss nochmal Baldi anrufen, weil ich muss mich jetzt beschweren über Wednesday. Die geht ja da zur Schule wahrscheinlich. Baldi, ich will mich beschweren, Kollege. Was sind das da schon wieder für Gleichungen dran? Du kannst den selber machen. Ich mach das nicht. Ah, jetzt ist er weg. Klar, ich wäre auch abgefatzt, hätte ich so eine Matheaufgaben. Bin ich ehrlich? Bin ich auch irgendwo ehrlich? Ich habe noch kein Foto gemacht. Wir warten erst. Ich mache ein Foto von der Mathe. Da oben war er. Also. Was ist er denn für einer? Was ging da gerade ab? Ich habe alle 7 Notebooks gefunden, anscheinend. Stehe aber noch nicht so ganz. I'm done. Für heute gucke ich mir da nichts mehr an. Da sind wir mal wieder drin. Es ist 3.05 Uhr und wir haben eine ganze Liste, was wir anrufen könnten. Und hier unten ist Sieg. Wir haben auch noch eine Katze. Wir haben die Hand. Wir haben Dora. Oh, Thomas Akinator. Sehr, sehr interessant. Leute, ich würde sagen, die drei hier oben, die bewahren uns für die nächste Folge auf. Wenn ihr möchtet, dass wir sowas öfter mal machen sollen, dann schreibt Hashtag Telefon in die Kommentare. Ich würde jetzt erstmal eine Katze anschreiben, ne? Oder? Ja, wir schreiben mal die Katze an. Miau. Was passiert? Aha. Ja? Macht die Katze mich hier gerade an? Miaut. Genau. Das kenne ich aus Pokémon. Was macht die? Oh, sie antwortet hier irgendwas. Einfach ein Katzenbild? Digo, wie heißt dein Härchen? Vielleicht, naja. Wir gucken mal, ob da irgendwie creepy Bilder oder irgendwas bei rumkommt. Das Ding antwortet, als ob die... Also guck mal, das Katzenbild da oben an. Hallo, Geist. Geiler Name fürs Härchen. Ich rufe an, okay. Leute, wir rufen straight an. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich weiß nicht, also... Ich finde die Katze ein bisschen... Was sind das denn für Katzen? Junge, was sind das denn für Katzen? Die haben ja richtig komische Augen. Da stimmt doch irgendwas nicht. Was ist das denn? Ich rufe an, okay? Mal gucken. Was schreibt sie? Locker kommt wieder Raw oder so. Gar nichts mehr. Sie schreibt nicht mehr zurück. Ich rufe an. Ich bin richtig penetrant, Leute. Ich rufe da einfach an. Hallo, Kitty! Hallo, hallo, Kitty! Okay. Was ist das? Oh, süße Katze. Ich mach mal ein Foto. Oh, Junge, was ist das denn da hinten? Das Ding hat ja richtig rote Augen. Müssen, glaube ich, schnell sein. Süße Katze. Süße Katze. Ganz süße Babykatze. Ich will auch meine Katze. Nein, ich will keine Katze. Ich will keine Katze. Junge, hatte die Katze da gerade ein Messer in der Hand? Da muss aber ganz dringend los jetzt. Okay, ich schreibe einfach mal die Hand jetzt an. Wir gucken mal, was die Hand, so. Was kann man eine Hand schreiben? Was würdet ihr jetzt eine Hand schreiben? Ich schreibe mal, ich mache heute selbst gemachten Döner. Was denkst du, Bro? Was denkst du so? Genial. Das war eigentlich wirklich richtig genial. Was machen wir da mal zurück? Zeigefinger. Vielleicht bringt das was. Okay, wir kriegen ein Bild. Was ist... Also dieses Bild ist auf mehreren Ebenen verstörend, Leute. Warum ist da eine Zunge drin? Ganz klar. Aber Bro, guck dir mal die Fingernägel an. Was ist das denn? Also ganz im Ernst, ne? Du fäst meinen Döner nicht an. Ich sag ehrlich. Du fäst meinen Döner nicht an.
Nicht mit der Hand. Kannst du knicken. Was schreibt er? Er schüttelt seine Hand. Soll das bedeuten? Schüttelt seine Hand? Okay. Abonnier Kanal, bitte. Was ist das? Eine Hand, die irgendwie aus dem Boden rausguckt. Oh, die sieht aber auch schon nicht mehr so gut aus. Ist das deine Hand oder was? Welche Hand ist denn jetzt deine? Weiß ich noch nicht. Wir gucken einfach mal, was der hat jetzt hier irgendwie... Berührt meine Augen? Der berührt doch nicht mit der Hand meine Augen. Der berührt doch keiner meine Augen jetzt gerade. Hallo! Hand! Der hat ja eine Hand, ne? Kann er wenigstens ein Like da lassen? Okay, das Ding, das wird nichts. Ich telefoniere einfach mal mit einer Hand. Wir gucken mal, was passiert. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Hallöchen? Hallo, ich suche hier eine Hand. Oh, Junge, was ist das denn, Alter? Ist das die Wednesday-Hand? Könnte echt sein, oder? Was ist das denn? Hä? Okay. Das ist ein bisschen komisch jetzt hier. Die Hand kommt aus dem Grabstein raus. Ich weiß ja nicht, ne? Hey, die Hand hat einfach aufgelegt! Da kenne ich nichts. Geh ran! Geh ran jetzt! Keine Antwort. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Okay, die Hand geht nicht mehr ran. Das war ziemlich komisch. Aber gut, ich ruf einfach mal, also ich schreibe mal erstmal Sieg. Ey, Doors richtig geil. Hab euch mit Kruzifix alle erledigt. Let's hide and seek. Mhm, schreibt er. Das schreibt er auf meine Nachricht, dass ich mit Kruzifix alle gekillt habe. Du kannst nicht entkommen. Ja, aber ich war ja schon zweimal durch, Bray. Sogar einmal mit Aberog. Weißt du? Deswegen ist schwierig jetzt zu sagen, ich kann hier nicht raus. Ich bin ja schon rausgekommen. In der Hand tot? Die Hand von Emo oder was? Schick Bild. Schick Pick. Soll mal Pick schicken, Leute. Ich bin gespannt, wie er aussieht. Schick Bild jetzt. Ich glaube, da kommt. Was? You are. Ich kann das nicht lesen. Der redet völlig wirres Zeug, Leute. Schick mir ein Bild. Oder ich komm rum und mach dich weg. So, auch mal ein bisschen drohen. Hallo. Der schickt keine Bilder. Ich rufe da gleich. Ich muss da anrufen, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da geht. Was ist denn das? Er schickt ein Bild. Das ist ein Bild aus dem Hotel. Ziemlich creepy. Leute, stellt euch mal vor, Doors in real life würde hier sein. Ich glaube, da hätte ich schon echt ein bisschen Schiss, wenn von da hinten einer zu mir hingelaufen kommt und die Lichter ausgehen. Da, ich glaube, das wäre ein Moment, wo ich richtig Angst kriegen würde. Das kann ich mir gut vorstellen. Okay, sieht, also geiles Hotel. Welches Zimmer hast du? Der eigentlich immer so Zimmer 30 bis 37 mag er ja ganz gern. Und ich glaube, so Zimmer 67 bis 75 mag er auch ganz gern, ne? Er schickt ein Bild von seinem Zimmer anscheinend. Das ist... Oh, was ist das denn? Das ist hier das Auge von Sieg oder was? Er hat uns, glaube ich, ein Bild von seinem Zimmer geschickt, irgendwie mit dem Teppich drin. Das ist ja super interessant, ne? Ich rufe den mal an. Ich will mal wissen, also vielleicht mache ich mal FaceTime oder so. Zeig mal das Zimmer. 3 oder 4 rufen Sieg an, ich bin gespannt. Geh ran, Bruder. Geh ran. Er ist dran. Wir sind anscheinend in Doors drin, ne? Da hinten ist... Siehst du das da oben? Was ist das denn? Bro, ich habe die Spinne gesucht. Da sitzt er, ne? Also das war ja gerade richtig creepy. Sieg, ganz ruhig, mein Bester. Oh nee, wenn es ruhig ist, ist es nie gut. Wenn es ruhig ist, ist es nie gut. Ich hab dich da hinten gesehen. Wir haben 12 Uhr anscheinend hier, aber hier oben auf dem Handy steht 3 Uhr. Paralleluniversum oder was geht da? Was ist das da hinten eigentlich, neben der Uhr? Sieg. Ich mach mal ein Foto. Er guckt die Uhr an, ne? Sieg, kannst du die Uhr lesen, Brudi? Geht das? Kannst du die Uhr lesen? So, Bro? Ich glaube, war es jetzt, ne? Da steht er. Ich glaube, das wird jetzt eklig. Sieg, alles cool. Ich will hier gar nichts. Oh, nee. Oh, nee. Hallo?
Tut mir leid, was ich mit deinen Freunden gemacht habe. War nicht so gemeint? Er hängt da oben an der Decke. Ist nicht sein Ernst jetzt, oder? Das Licht flackert. Wenn der jetzt angelaufen kommt, ne, muss ich los. Alter, das ist die längste Sequence, die ich je gesehen habe. Er ist durch die Tür einfach gegangen. Krass. Wow! Was war denn das gerade bitte für ein Sound? Habt ihr das gehört? Das war ja anders komisch. Hä? Naja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ruf niemals Sieg an, ne? Ich rufe jetzt hier mal anscheinend jemanden an. Also was? Was? Ich kann F anrufen? Okay. Let's go. SpongeBob ist ein cooler Typ, Leute. Ja, okay, also ich weiß nicht. The Rock jetzt schreiben? Ah, ich glaube, ich rufe... Ich werde mal SpongeBob schreiben. Yo, Brudi, was geht? Okay. Der war auch mal gesprächiger, oder? Spongy, alter Kumpel? Sponjo, alter Kumpel? Oh, er schreibt, Leute. Hä? Was schickst du mir da, Mann? Was ist das denn? Alter! Wow! Okay. Ich, Sponjo, Bro, ich wollte doch jetzt kein Bild von einer Toilette haben. Also, ich glaube, du solltest da mal staubsaugen, Junge. Was ist denn das? Nicht aufgeräumt, Bro? Mal gucken, was er dazu sagt, Leute. Sponjo? I'm squishy tea. Was? Ich bin... Hä? Was? Bruder, hast du gestern Schlag auf den Kopf bekommen oder was? Keine Ahnung, was da abgeht bei dem. Es ist so lange her. Was? Noch länger her? Du hast einen Schlag auf den Kopf bekommen? Okay, Brudi, erzähl, was passiert ist. Mal gucken. Vielleicht kommt jetzt miese Story, Leute. Oder? Hi, Sandy. Bist du Sandy? Du bist Sandy, oder? Digo, jetzt verarsch mich nicht. Ich bin doch nicht Sandy, Leute. Was ist das denn jetzt für einer? Es ist zu lange her. Hä? Bro, was los? Alter, was ist das denn? Okay. Hat er mir gerade ein Selfie geschickt? Seif mich ein. Bruder, jetzt wird's aber gerade auf diesem anderen Niveau cringe. Ich ruf ihn an. Digga, Spongy, ganz... Obwohl, nee, doch, ich ruf ihn an. Spongy! Digga, da stimmt doch was nicht. Geh ran. Er geht nicht ran, Leute. Wir haben 3:05 Uhr nachts. Er schreibt mit mir, er kann... Spongy, Bro, was geht? Was ist das denn? Digga, verzieh dich! Hä? Was ist das denn, Leute? Wow! Da war kurz Kitzelbob. Alter Schwede. Okay, der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Heiliger Arl, ey. Ich rufe ihn nochmal an. Wer weiß, vielleicht war da gerade was. Wir gucken einfach mal. Ganz komisches Bild, Leute. Ganz komisches Bild gewesen. Sponjo? Sponjo, Bro? Er ist dran. Sponjo? Digga, was ist das denn? Ich sehe nichts. Oh nee, Digga. Er macht gerade sein Haus sauber. Sehe ich nicht. Oh Gott. Digga, da rufe ich nie wieder an. Ich schreibe dem jetzt. Du verdammter Mistkerl. Junge, fast tot. Hau rein. So, das war's. Bin raus. Alter, der ist doch geisteskrank wahnsinnig geworden. Ich rufe, Digga, ich muss jetzt erstmal mit F sprechen. Brudi war gerade bei Spongio. Der ist ja richtig lost unterwegs. Was schreibt er? F. Ist eigentlich der Gemeinling so. F. Bruder, F. Hashtag F oder F in die Kommentare rein, wenn ihr den nicht geahnt hättet. Ey, so simpel. Er schreibt einfach F zurück. Ne? Ist 500 IQ. Ich sag, wie es ist. Da machen wir jetzt mal was, Leute. Ich mach jetzt einfach mal Z. Ich schreibe einfach Z. Bro, ne? Diese Bro so, er macht wieder F. Digga, nerv nicht. Was schreibt er? Wenn er jetzt nochmal F kommt, dann flipp ich. Wie lange braucht er zum Tippen? Und da kommt da nur ein F raus, oder was? F.
Wenn der jetzt... Er tippt. Er kommt noch. Kann der auch mal reden? Bruder, schreib mal. Nicht nur F. Mann. Digga. Weiß ich... Er macht wieder F. Ich spam ihn so zu, Digga. Ich spam ihn so zu. Ja, er schreibt ja. Okay, er kann auch was anderes schreiben. Ich bin überfordert. Ich habe damit jetzt echt nicht gerechnet. Alles gut bei dir? Digga, heute ganz komisch. Also, denn Antwort... Mann, ich will mich immer helfen, Mann! Okay, durchatmen. Ich lass mich auf seine Spielchen ein. Junge, ich hab Bock auf Pommendöner. Ich sag ehrlich. Man kennt so, ne? Diese Verschreiber-Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Er antwortet nicht mehr. F-Döner. Vielleicht kann er, vielleicht versteht er das. F-Döner. Vielleicht. Weiß man nicht. Junge, jetzt reicht's. Ruf ich den an. Jetzt ruf ich den an, Mann! Und ich will sehen, was da kommt. Du Drecksack! Hör auf mich zu verarschen jetzt! Geh ran! Ich mach den so fertig. Junge! Was bist du für ein Dulli, Alter? Du fuckst mich richtig ab, Mann! Ich sehe nichts. Ich mach einfach ein Foto. Yo! Habt ihr es gesehen? Okay, was geht denn jetzt hier für ein mieser Film? Hallo? Moin. Wehe, ich werde jetzt erschreckt, ne? Wehe jetzt, Digga. Ich raste aus. F, Bruder, wo bist du? Wer seid ihr denn alle? Was, ist das vielleicht sogar ein ganzes Wort gewesen? Ich habe gar nicht drauf geachtet. F, Bro, was ist los mit dir? 5:35, du schreibst nur F oder was? Bist du völlig besoffen? Okay, sorry, Mann. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ansehen. Digga, ich connecte nochmal rein. Wir gucken uns das nochmal an. Geh ran. Wir sind drin. Alles auf entspannt. Hallo, Elf. Moin, Buddy. Ich mach mal schönes Foto von dir, okay? Warum hechelt der Typ so? B-A-N. Digga, hört ihr das? Bro, was geht denn da ab, Mann? Das war's wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn ihr habt. Danke fürs Zusehen. Dickes Küsschen. Dano out.